Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video und ja, heute haben wir hier wieder ein Köfferchen und da ist wieder eine Schreckschusspistole drin. Ja, hier zum Koffer, das ist eigentlich so der Standard Umarex Koffer. So, dann machen wir das Ding mal auf. So, hier wieder eine dünne Polsterung, reicht aber auf jeden Fall aus. Ja, und hier im Koffer haben wir die Walther P22. Wir gucken mal eben ganz kurz noch rein, was hier noch im Koffer ist. Natürlich der Abschussbecher, hier so eine kleine Bürste und hier so ein kleiner Schlüssel. Ich wusste vorher selber nicht, wofür der ist. Ja, da komme ich gleich drauf zurück. Erstmal gucken wir uns hier die Pistole an. Die ist hier mit einem verzinkten Schlitten. Und was auch direkt auffällt, die Pistole ist sehr, sehr klein und auch sehr, sehr leicht. Es gibt ja mittlerweile eine Weiterentwicklung, die P22Q. Und da wurde natürlich einiges dran gemacht. Es gab ja hier drüber schon ein paar Beschwerden. Das Magazin können wir hier ganz einfach mit diesem Hebel, wenn wir ihn runterdrücken, hier unten rausholen. Und es fasst 7 Patronen. Das ist natürlich leider sehr wenig, aber aufgrund der Größe auch irgendwie kein Wunder. Hier mal zum Vergleich von der P30. Also da sieht man schon, dass da Welten zwischenliegen. Dann auch hier der Größenvergleich mal. Erst zur P30. Also die ist wirklich um einiges kleiner und vielleicht haben die meisten von euch die Röhm RG96. Dazu auch nochmal der Vergleich. Also das ist wirklich ein sehr, sehr kleines Teil. Den Abzug kann man auch sehr, sehr leicht betätigen, muss ich sagen. Zum Laden muss man einfach hier den Schlitten zurückziehen, aber man hat wirklich nicht viel Platz mit seinen Fingern. Aber es geht relativ leicht. Dann auch einfach hier den Verschlussfanghebel runter machen und dann wäre es schussbereit. Ja, und sobald der Hahn hier gespannt ist, geht es wirklich ganz, ganz leicht, um hier den Schuss auszulösen. Also man braucht wirklich kaum Kraft. Preislich liegen wir hier bei dem Teil zwischen 120 und 140 Euro, je nach Ausführung. Die neuere Ausführung, also die P22Q, müsste auch ungefähr in dem Preissegment liegen. Dann haben wir hier natürlich noch die Sicherung. Und da kommt jetzt dieses komische Teil hier zum Einsatz. Denn hier gibt es nochmal eine Sicherung, die ist hier für den Abzug. Und wenn man es dann hier auf S gestellt hat, kann man den Abzug nicht mehr durchdrücken. Und somit wird auch kein Schuss ausgelöst. Also bisher gefällt mir das Teil eigentlich ganz gut. Für meine Hände nur leider ein bisschen zu klein. Also genug gelabert. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Schusstest. Insgesamt wurden 4 Schüsse abgegeben. Und ja, geschossen wurde hier mit der ganz normalen Shootclub-Munition. Und ja, den Link zu der Pistole bei Shootclub findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß bei dem Schusstest. Also jetzt erster Schusstest mit der Walther P22. Sehr geil. Nicht verklemmt, das ist ja auch schon mal gut. Und jetzt zweiter Schuss mit der P22. So, und jetzt nochmal 2 Stück direkt hintereinander. Mal gucken, wie das klappt. Die drücken wirklich sehr, sehr schön. Also im Vergleich zu den größeren Waffen ist die trotz gleicher Munition viel, viel lauter. Also ich weiß nicht, woran das liegt, dass die wirklich viel, viel lauter ist. Vielleicht, weil die einfach weniger Material hat und deshalb der Schall nicht so gedämpft wird. Knall ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem normalen Böller, weil die Teile sind auch einfach lauter als ein normaler Böller. Aber wirklich kleine Schreckschusswaffe und trotzdem sehr, sehr viel Power.